So, endlich geht's weiter mit Rettet die Welt. Wir machen die nächste Mission, die heißt Camp Fighter. Was wir machen müssen, ist zwei überlebenden Relais bauen. Das ist da, wo die zwei Mäste da liegen, wo man sich hochbauen muss. Und da müssen wir halt zwei Stück von machen in einem, also man muss zwei machen in der erfolgreichen Mission. Man kann es auch in zwei Missionen machen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, es ist auch nur jeweils ein Mast pro Spiel da. Aber wir werden jetzt einfach mal gucken. Vielleicht haben wir auch Glück, irgendeiner baut schon zufällig für uns mit. Wir gehen jetzt, ach, warte, badadam, öffentlich, alles klar. Nicht, dass ich hier umsonst suche. So, wo schickt er uns hin? Datenbeschaffung. Datenbeschaffung ist eigentlich immer ganz gut. Gruppe ist auch voll. Das sieht doch wunderbar aus. So, wie gesagt, Ladebildschirm ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Jeder Abonnent ist wichtig. Wenn ich euch irgendwie weiterhelfen können konnte, sei es hier in Rettet die Welt oder Battle Royale. Ihr wisst doch, Support ist kein Mord. Und wie gesagt, die nächste Paysafe-Zahl gibt es bei 90 Abonnenten. Wenn du wissen willst, wie du gewinnen kannst, wie das Ganze abläuft, einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Da ist extra eine Erklärung zu dem Gewinnspiel und wie du gewinnen kannst. So, dann gehen wir jetzt mal rein hier. Und nicht wundern, das Ganze ist im Livestream aufgenommen. Also falls ich mal irgendwie mit irgendwem rede, nicht wundern. So, dann gehen wir mal auf Relaisuche. Dun, 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 dun. Ich bin auch gerade mal überlegen, ob die noch mal angezeigt werden oder nicht. Sehen tut man es anhand dieser kleinen Säule. Das ist halt so eine Lichtsäule, die hier hochgeht. Ich glaube, hier in der Mission gibt es nichts wegen der Zone. Ich muss unbedingt meine Codierungseinstellungen ändern, ey. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, hier die Mission kann ich schon fast vergessen, weil wegen der Zone. Ich glaube, das hier macht nämlich wenig Sinn. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier irgendwas finden werden. Na komm schon. So, schon mal dreimal nicht. Und hier ist so warm, ey. Aber ich will halt unbedingt weiterkommen in Rettet die Welt. Von Radarturm, das ist unsere nächste Aufgabe. Aber hier sieht nicht aus, als würde ich hier ein Relais finden. Oder? Doch, da. Wir haben Glück, wir finden eins. Eins finden wir definitiv. Zack. Ja, noch immer nicht. So, hier bauen wir uns jetzt einfach eine Wendeltreppe hoch. Diese Codierungseinstellungen, die geben mir auf den Keks, ganz ehrlich. Zu blöd, diese Aufgabe zu machen. Ne? Hä? Ich hab doch eingestellt, ich dachte. Oh, was wollt ihr denn jetzt alle hier? Was geht denn jetzt hier ab? Eieieiei. Keine Munition, läuft ja gut.
bin ja top ausgerüstet. Eieieiei. Also unten das Lager ist schon wieder neu. Ach, ist mir jetzt egal, ich bombe jetzt einfach so da hoch. Zack, zack. Zack. Hä? Warum geht das hier nicht? Was ist das denn für ein Blödsinn? Es gibt nur eine Möglichkeit, alle Daten zu beschaffen. Wir müssen den Ballon so bald wie möglich abschießen. Hol den Ballon vom Himmel, lade die Daten herunter und dann nichts wie weg. Darf der nicht voll sein, oder was? Was anders da? Beim letzten Mal habe ich es auch anders gebaut. Verteidige die Daten. Ah, der Lichtstrahl darf also nicht irgendwie abgelenkt werden. So, da haben wir übrigens einen schon mal. Ah, oh Mann, dieses Gelege. Geschafft. Lass uns von hier verschwinden. Ja, darf ich die Kiste mal aufheben? Boah, hier, das ist ja gerade, ey, echt. Chaos hier abgerufen. Das läuft ja alles andere als große Skala, ey. Und das war's auch gleich für mich. Boah, ey, was ist denn los? Warum ist da immer noch dieses Ausrufezeichen? Jetzt ist egal, jetzt helfe ich einfach bei den Missionen. Einen haben wir ja gemacht. Mach ich den anderen gleich von einer anderen Mission. Wir haben eine Datei verloren. Ja, die brauchen wir schon. Jetzt macht doch hier keinen Blödsinn, Leute. Vor allem, wo sind die denn alle? Dass man hier nichts bauen kann, ey. Aber warum? Nur wegen dem scheiß Baum oder was? Warum kann ich denn hier nichts bauen? Ich war ein Bär. Kann man denn in schrägen Positionen nichts mehr bauen? Also hier in der Mission klappt der fast gar nichts. Noch eine Datei. Oh, das hier wird nicht leicht, das weiß ich jetzt schon. Geht nicht. Wo kann ich hier was hinsetzen, ey? Oh, warum ist hier offen?
Daten sehen gut aus. Och nee. Hier kann man auch nicht richtig verteidigen irgendwie. Ich komme hier nicht weg. Ja, das meine ich auch immer. Immer hier die Materialien wegmachen, dass nicht hier Platz ist. Aus 10 hier die Runde, ich. Total unstrukturiert alles. Ja, hier bin ich gleich tot. Hat mir alles hinstellen, was ich hinstellen kann. Ich sage, ja komm, alles gut. Alles andere als gut aus, ey. Mensch, dann stell doch mal das Scheißding da hin. Da sind sie schon wieder durch. Noch eine Datei. Mir tut alles weh. Ja, mir tut ja alles weh. Meine Güte. Justin, wie soll ich dich denn hochpushen? Lass mich liegen, verteidigt. Oh, ja, genau. Ich meine, du meinst ja gut, aber... Du konntest einige der Dateien einsammeln. Gut. Hat's gepasst? Ansehnliche Leistung, Kommandant. Glück gehabt. Also, gute Arbeit. Hei. Mit den Daten, die du sammeln konntest, können wir leichter Überlebende lokalisieren. Also, und wie gesagt, diese überlebenden Relais hochbauen, aber achtet darauf, dass dieser Lichtstrahl frei ist bis oben hin, weil ansonsten könnt ihr, wenn ihr oben die Plattform habt, da nichts mehr machen. Beziehungsweise die Aufgabe nicht fertig machen. Was für ein Geschwitze hier gerade, ey. Wie nur 1 Million EP. Also wirklich. So, kann man gucken, was wir jetzt noch irgendwie so zwischendurch gesammelt haben. Ja, Justin, wie soll ich dich denn da pushen?
wenn immer so, ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn du irgendwie gepusht werden willst und in vielen Videos vorkommen willst, oben rechts steht Last Donation. Spende 1 Euro, dein Name steht da in jedem nächsten Video. Ich habe jetzt in einem Monat 170 Videos hochgeladen, also kannst du dir vorstellen, du würdest dann oben rechts in vielen Videos stehen. Aber jetzt einfach so, ja, lass bei Justin ein Abo da, sowas mache ich nicht. Das ist nicht meine Art. Oh, 6 Sachen, nicht schlecht. Also auch nicht böse gemeint, soll jetzt nicht heißen, du sollst spenden, aber wäre eine Möglichkeit, um Werbung für dich zu machen. Habe ich damals, wo ich auf Twitch war, auch gemacht. Das ist einfach die einfachste Methode. Schließen wir, okay. Ja, was hole ich mir hier? Ich höre mal auf meinen Stammspieler, immer so viele. Oh! 500 Tickets? Nicht schlecht. Gold ist auch nicht schlecht. Müsste V-Bucks geben. Ja. Also die Mission hat sich mal gelohnt. So, jetzt haben wir 1 von 2. Das zweite Mal ist halt dann im Stream oder halt offline, sage ich jetzt mal. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es geht. Darf man halt 2 Stück bauen. So, gerade mal gucken, was ich noch im Shop habe. Eins können wir einlösen. Ja, natürlich kein Glück, kein Upgrade. Verteidiger, ich brauche Überlebende. Nein, Überlebende. Ja. Ich meine, das ist eine Skizze, die ich glaube ich noch nicht habe. So, haben wir hier noch irgendwas? Ne, das war's schon wieder. Das ist ja böse. Aber eine legendäre Skizze. Wie gesagt, mit den ganzen Waffen, also muss ich mich erstmal selber durchfuchsen. Ja, Skizzen dauert halt ein bisschen. Also ich meine, ich spiele jetzt seit einem Monat erst, bis ich die Skizzen da mal alle zusammen habe, dauert natürlich ein wenig. So, warum war hier was angezeigt? Hier ist doch gar nichts. Ach, der Held war das. Ja, hier den Job vom Sammeln. Ja, Verteidiger haben wir auch inzwischen wieder genug. Expeditionen lassen wir mal außen vor. Also wie gesagt, mit dem Auftrag einfach 2 überlebenden Relais bauen. Eins haben wir in der letzten Mission dann gemacht. Da würde ich sagen, war es das erstmal hier mit dem Video. Wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ich irgendwie weiterhelfen konnte. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen. Ihr wisst ja, bei 90 Abonnenten gibt es die nächste Paysafe-Zahl, wo ihr dann 10 Euro Paysafe-Karte gewinnen könnt. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.